Herzlich willkommen. Ich bin Philipp Thom aus der Public Diplomacy Abteilung der amerikanischen Botschaft in Wien. Und es ist mir eine besondere Freude, heute Gernot Wagner, den renommierten Klimaökonomen, zu Gast zu haben. Wir werden ein bisschen über die UN-Klimakonferenz und um die US-Klimapolitik diskutieren. Gernot Wagner, born and raised in Amstetten, Niederösterreich, ist in die USA gegangen zum Studium und hat dort eine eindrucksvolle akademische Karriere hingelegt. Über Stationen von Harvard, Stanford, NYU, mittlerweile Columbia Business School. Du bist auch immer wieder in Podiumsdiskussionen sehr prominent vertreten, schreibst viele Artikel und Beiträge für Zeitungen, bist demgemäß eine wichtige Stimme im Klimadiskurs, sowohl hier in Österreich als auch in den USA und darüber hinaus. Und nicht ganz zu Unrecht wurdest du deswegen auch zum Österreicher des Jahres in der Kategorie Erfolg international zuletzt ausgezeichnet. Also zunächst herzliche Gratulation und danke fürs Kommen. Danke. Na, wir haben jetzt zuletzt den Ausgang der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh alle miterlebt. Du warst sogar vor Ort in Ägypten dabei. Die meisten Beobachter haben ein ambivalentes Ergebnis irgendwie wahrgenommen. Es gab einige Durchbrüche in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei Loss and Damages. Auf der anderen Seite im Bereich der 1,5-Grad-Ziele ist nicht der große Wurf gelungen, der von einigen erhofft wurde zumindest. Kannst du uns mal deine Einschätzung geben, wie die Klimakonferenz ausgegangen ist und was das fürs Weltklima bedeutet? Also es ist fair zu sagen, das Weltklima wurde nicht gerettet in Sharm el-Sheikh. Und im Endeffekt, es ist immer so ein Spiel der Erwartungen, einerseits Hoffnungen natürlich, einerseits sollten Erwartungen hochgekurbelt werden, um tatsächlich etwas zu erreichen, andererseits natürlich, Weltklima wird dadurch nicht ein für alle Mal gerettet. Worum ging es tatsächlich? Es ging ums Geld. Loss and Damages einerseits, also wirklich Bezahlungen an die Ärmsten der Armen, the most vulnerable, die tatsächlich vom unmitigierten Klimawandel am stärksten betroffen sind. Da ging es vor allem darum, den Fonds erstmal einmal zustande zu bringen. Also eigentliches Geld ist noch nicht geflossen, aber den Fonds zu etablieren, den Entwicklungsländer schon seit 30 Jahren durch diese Klimakonferenzen zu etablieren versucht haben. Und jetzt ist es tatsächlich geglückt. So, das ist ein Fortschritt. Aber im Endeffekt natürlich die wichtigste Frage ist, wer bezahlt? Und eigentlich das Wer bezahlt selbst ist wichtig. Es geht nicht mehr darum, soll jemand bezahlen? Sollen wir das Klima retten? Müssen wir bezahlen? Das ist mittlerweile ziemlich klar. Es geht tatsächlich ums Wer. Und klar, das ist eine der schwierigsten diplomatischen Fragen überhaupt. Es wäre toll, falls Samantha Power, USAID, mit Milliarden im Koffer gekommen wäre. So geht das natürlich nicht. So geht amerikanische Innenpolitik nicht. So geht Weltpolitik, Diplomatie natürlich auch nicht. Ich würde sagen, ein Hoffnungsschimmer, der eigentlich von vielen oft als äußerst negativ beschrieben wurde, ist, dass tatsächlich eigentlich so Menschen wie ich von Business Schools, von einer Wirtschaftsuni zu Klimagesprächen kommen. Okay, für mich ist es nicht so ungewöhnlich. Ich war bei mittlerweile 10 oder so COPs, noch vor meiner Anstellung an der New Yorker WU. Aber dass tatsächlich Hunderte von Privatunternehmen vertreten sind bei internationalen Klimaverhandlungen, also natürlich jetzt die Saudi-Aramco-Lobbyisten, auf die kann jeder gerne verzichten, aber selbst das ist ein Zeichen. Die würden ja nicht kommen, falls es um nichts geht. Es geht um viel, es geht tatsächlich darum, wer bezahlt für Mitigation einerseits, Adaptierung andererseits, Loss and Damage. Und ja, da es ums liebe Geld geht, sind jetzt auf einmal diese Verhandlungen auch wirklich im Interesse des Privatsektors. Und da würde ich sehr stark argumentieren, jetzt ohne zu sehr der Klimaökonom zu sein, aber im Endeffekt, es sind tatsächlich Billionen von Dollar, Euro am Spiel in Sachen
privaten Geldern. Und da ist es im Endeffekt nur fair, diese Milliarden an Entwicklungshilfe, Gelder, die sehr, sehr notwendig sind, an diese Billionen zu koppeln. Ich würde sagen, um einiges einfacher, als von Null auf Milliarden zu kommen. Lass uns vielleicht nochmal auf das 1,5-Grad-Ziel zurückkommen. Der Economist hat zuletzt in den letzten Wochen sehr plakativ getitelt, dass sich das 1,5-Grad-Ziel jetzt endgültig nicht mehr ausgeht. Gleichzeitig auf der Klimakonferenz haben viele davor gewarnt, das Ganze zu verwerfen. Auch Climate Envoy Kerry aus den USA hat sehr stark wieder betont in der Abschlusserklärung, dass jeder Zehntelgrad an Steigerung des Weltklimas katastrophale Folgen haben wird. Kannst du vielleicht mal erklären, warum dieses 1,5-Grad-Ziel und was macht das so wichtig, also in Bezug auf Kipppunkte? Und was ist die Rolle des 1,5-Grad-Ziels? Und ist es in Reichweite nach wie vor? Also Ziele sind wichtig, Ziele sind richtig. Klar geht es darum, sich ambitionierte Ziele zu setzen, um tatsächlich etwas politisch tatsächlich weiterzubringen. Aber ja, das 1,5-Grad-Ziel ist mehr oder weniger vorbei. Das heißt jetzt nicht, okay, deshalb, wir brauchen uns nicht mehr über Klimawandel kümmern, ist sowieso alles egal. Natürlich nicht, es geht tatsächlich um jedes Zehntel Grad, jedes Hundertstel Grad. Und natürlich, wir müssen viel, viel mehr tun, viel, viel mehr tatsächlich handeln, CO2 reduzieren. Das sind die ersten 5 Prioritäten überhaupt. Und ja, dann geht es um Adaptieren und dann geht es um andere Dinge. Aber kann man dezidiert sagen, dass das 1,5-Grad-Ziel entweder in Reichweite einerseits ist oder andererseits einfach vollkommen vorbei? Ich würde sagen, wir sind leider eher auf der Seite von das geht sich nicht mehr aus, so wie wir jetzt handeln. Aber natürlich geht es darum, wir müssen viel mehr tun. Darum geht es ja. Es geht ja nicht einmal um die Emissionen heuer oder letztes Jahr und wie hoch die vielleicht heuer gestiegen sind verglichen mit dem Vorjahr nach Covid, sondern es geht um den mittelfristig-langfristigen Pfad. Da tut sich, Gott sei Dank, sehr, sehr viel. Tut sich genug? Nein. Und deshalb brauchen wir Ziele, deshalb brauchen wir ambitionierte Ziele, um tatsächlich mehr zu tun. An allen Dimensionen, politischer Ebene, im Privatsektor, egal wo. Wir müssen an allen Hebeln ziehen, an alle Hebeln versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Und natürlich geht es vor allem darum, um private Geldflüsse, Wirtschaftsströme von der falschen, in die wir derzeit blicken, in die richtige Richtung umzulenken. Das ist gleich auch das Stichwort für Klimapolitik in den USA, wo es ja immer eine sehr starke Verschränkung zwischen staatlichem Handeln und Anreizen für die Wirtschaft geht. Das bringt mich zum Thema Inflation Reduction Act, der in den letzten Monaten in den USA durchgebracht wurde, von Präsident Biden unterzeichnet wurde. Eine historische Climate Legislation, über 300 Milliarden Dollar, die für Klimazwecke eingesetzt werden in den nächsten Jahren. Kannst du vielleicht kurz erklären, was dieser Inflation Reduction Act ist und wie er in seiner Dimension einzuschätzen ist? Also tatsächlich, also das hat bis kurz vor der tatsächlichen Unterzeichnung fast niemand geglaubt, dass das noch zustande kommen wird. Und tatsächlich, es gibt den Inflation Reduction Act, über 300 Milliarden Dollar, eigentlich nur einer von drei Gesetzen her. Chips and Science Act, noch einmal 50 Milliarden oder so. Und dann die Bipartisan Infrastructure Bill, also insgesamt fast 900 Milliarden Dollar, fast eine Billion Dollar an öffentlichen Geldern, primär auf Investitionen in Amerika fokussiert, in Sachen Elektrifizierung von Gebäuden, Renewables Deployment, Low Carbon Energy im Allgemeinen. Und ja, also man kann das entweder so als Ende des Anfangs bezeichnen oder als Beginn dieses globalen Global Clean Energy Race. Und tatsächlich, es ist ein Wettlauf. Also es ist ein Wettlauf zwischen Nationen, zwischen Ländern. Natürlich am Ende gibt es nur einen Gewinner, das Klima, wir alle.
alle 8 Milliarden von uns, aber es geht tatsächlich um massive Investitionen in die richtige Richtung, also positive Low-Carbon, High-Efficiency-Energiequellen zu forcieren, zu subventionieren, und das passiert jetzt tatsächlich. Ist das alleine gesehen genug? Nein, es ist der Anfang, und ja, der kam viel zu spät, aber tatsächlich, der Wettlauf hat begonnen. Kann man sich in Europa etwas auch abschauen von der Climate Legislation aus den USA? Also gerade in puncto, wie der Staat Anreize für die Privatwirtschaft setzen kann, oder im Bereich Environmental Justice. Gibt es da was, was man auch in Europa sich näher anschauen könnte? Also ja, und würde ich sagen, ist schon passiert. Also so wie ich das jetzt vorrechne, ist es natürlich nicht direkt passiert, aber zum Beispiel in Österreich 5,7 Milliarden Euro bis 2030 an ähnlicher Förderung wie der Inflation Reduction Act hier für Transformation der Industrie. Wenn man sich das so durchrechnet, über 300 Milliarden Dollar dividiert durch 330 Millionen Amerikaner, dividiert durch 10 Jahre, mal 7 Jahre, mal 8 Millionen Österreicher, auf Euro umgerechnet, sind es ungefähr diese 5,7 Milliarden Euro. Also wie gesagt, ist das so im Klimaministerium durchgerechnet worden? Ich hoffe im Endeffekt nicht, also es soll sich ja nicht alles nach den USA richten, aber insgesamt ist das tatsächlich ein Zeichen, dass wir uns hier in Österreich etwas abschauen können, sollen, und übrigens umgekehrt natürlich auch. Das ist ja so das Ironische an dieser Sache, also Green Industrial Policy, Green New Deal, von dem spricht ja Europa mittlerweile seit langem. In Brüssel gibt es tatsächlich diese Gesetzesvorlagen, die sich jetzt durchs Europäische Parlament und durch nationale Parlamente durchschlängeln. In Amerika ist es spät, aber dann doch sehr, sehr schnell gegangen. Ist es insgesamt mehr als die Investitionen in Europa? Nein, aus absoluter Sicht nicht. Europa arbeitet an der Energiewende schon seit viel länger. Aber insgesamt würde ich sagen, zumindest ein genauso positives Signal, vor allem da es aus Amerika kommt. Und ja, jetzt geht es um diesen Wettlauf. Jetzt geht es darum zu sagen, hey, was ihr könnt, können wir schon lange. Bitte unsere Gigafactories, Batteriefabrik außerhalb Berlins nicht irgendwie nach Amerika umsiedeln, sondern wir subventionieren hier auch. Und im Endeffekt, wir beginnen von so einer niedrigen Startposition in Sachen insgesamter Investitionen verglichen zu was nötig ist, dass dieser Wettlauf, also mehr Gelder ausgeben, egal wo, welcher Seite des Atlantiks oder egal wo in der Welt, noch viel, viel mehr forciert werden sollte. Im Endeffekt, es geht darum, Fossilflation, also Inflation durch sehr, sehr hohe Energiepreise, durch fossile Energiepreise zu attackieren, zu adressieren. Was ist die Antwort? Investition in erneuerbare Elektrik, effiziente Energie. Letzte Frage. Eine etwas persönliche Frage. Du bist ja recht jung in die USA gegangen zum Studieren dort zunächst, lebst seither in den USA, jetzt in New York. Kannst du erklären, was dich ursprünglich in die USA gebracht hat, was dich an den USA fasziniert hat, und was sind die Elemente, die du an deinem derzeitigen Leben in New York schätzt? Um ganz ehrlich zu sein, was mich zuallererst in die USA gebracht hat, war meine Englischlehrerin, die mir irgendwie gesagt hat, okay, du wirst die Sprache nie lernen, du wirst sie nie beherrschen, so, Edge, ich zeig dir's. Also, das war so als 16-Jähriger oder so, als Austauschjahr. Aber im Endeffekt, eigentlich damals war es tatsächlich oft so, also ich war damals Umweltschützer, Umweltökonom, habe ich immer mit diesem Thema befasst. Und ja, da hat es natürlich einige Freunde, Kollegen, Kolleginnen gegeben, die gesagt haben, warum dorthin? Ist es nicht hier um einiges grüner, effizienter, besser? Und im Prinzip die Antwort ist, ja, vielleicht in manchen Dimensionen, aber deshalb
geht es ja darum, das Problem dort zu adressieren, zu attackieren, wo es tatsächlich am notwendigsten ist. Und jetzt, also kann ich sehr, sehr gerne sagen, also in New York lebt es sich um einiges effizienter, grüner als in so vielen europäischen Städten. Warum? Stadt ist tatsächlich ein großer Teil der Klimalösung. Und ja, effizienter als in einer so großen Stadt wie in New York, also tatsächlich in der Stadt selbst zu wohnen. Jetzt nicht im Tulnerfeld von New York, sondern in New York selbst, ist tatsächlich ein großer Teil der Antwort. Das heißt jetzt nicht, dass New York alle Lösungen hat. Ja, wir haben den veganen Bürgermeister, der 25% aller Straßen bis 2025 öffnen möchte. Selbst die Sprachwahl ist die richtige. Open Streets, also für den Verkehr geschlossen, für Personen, Radfahrer geöffnet. Das geht in die richtige Richtung. Ist es klar, dass es in diese Richtung für immer gehen wird, dass es nicht auch einmal Rückschritte geben wird? Nein, da muss ich noch viel tun. Aber tatsächlich tut sich auch einiges. Und natürlich heißt das jetzt nicht, dass New York die Lösung hat, Wien etwa nicht. Es geht im Prinzip darum zu sagen, hey, was funktioniert nicht, wie schaffen wir das gemeinsam? Es geht um diesen Wettlauf, dieses Clean Energy Race, das natürlich Städte untereinander genauso machen wie Länder, wie Nationen, wie wir alle im Prinzip, dieser Wettlauf gegen den Klimawandel, an den wir alle teilnehmen sollen, müssen. Gerne, Wagner, danke für das Gespräch. Herzlichen Dank.